Morgenshow von der Stimme Russlands. Der US-Präsident Barack Obama, der ukrainische Staatschef Peter Poroschenko und der EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sind angeklagt worden. Am 23. August findet im italienischen Gebiet Veneto das sogenannte Rassel-Tribunal gegen sie statt. Norman Pech, der deutsche Politiker und selbst der ehemalige Teilnehmer eines Rassel-Tribunals, über den Prozess und seine Wirkung. Das hören Sie in unserem nächsten Bericht über das Rassel-Tribunal im italienischen Veneto. Die Anklagen lauten summarisch Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Vorkommnissen Ukraine, als da sind die Vorkommnisse auf dem Maidan, dann aber auch in Odessa, aber auch der Absturz der MH17-Maschine. Das sind bisher ungeklärte Verbrechen, die aufgeklärt werden müssen, und das ist offensichtlich die Intention derjenigen, die hier ein Rassel-Tribunal veranstalten wollen. Und wissen Sie vielleicht, wer genau dieses Rassel-Tribunal veranstalten wird? Wer übernimmt den Vorsitz des Tribunals? Das weiß ich im Augenblick nicht. Das ist außerordentlich schwierig, aus dem Internet herauszufiltern. Ich habe dort gelesen, dass dieses eine Unabhängigkeitsbewegung im Veneto ist. Die hat seit kurzem auch in der Nachfolge der Krim-Sezession von sich reden gemacht, hat auch ein Referendum dort versucht zu veranstalten. Das sind diejenigen, die dieses Rassel-Tribunal, wobei die Lelio Basso Stiftung dazu noch gar nichts gesagt hat, veranstalten wollen. Wer konkret jetzt die einzelnen Positionen besetzen wird, das war aus dem Internet nicht zu ersehen. Sie können aber bestimmt aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, wie der Prozess verlaufen wird, denn Sie haben bei einem Rassel-Tribunal teilgenommen, nicht wahr? Ja, dieses ist etwas, was, und zwar bei dem Jugoslawien-Rassel-Tribunal, welches eine Vielzahl von vorbereitenden Detailseminaren und Veranstaltungen hatten, um überhaupt die Situation, die wir aus der Distanz ja immer nur mittels Presse, mittels Medien verfolgen, um die dingfest zu machen. Das heißt, für dieses Tribunal wird es darauf ankommen, zunächst einmal die Fakten zu sortieren und sehr sorgfältig die sich ja immer widersprechenden Meldungen, sei es aus Kiew, sei es aus Moskau, sei es von der Krim oder auch aus Brüssel und den Hauptstädten, zu sortieren und dann zu einer Anklage zu formen. Ich glaube, im Augenblick sind sie noch nicht so weit, um das wirklich jetzt durchführen zu können. Das klingt aber trotzdem nach einer sehr sorgfältigen und beispielhaften Arbeit. Wie groß ist die Unterstützung des Tribunals? Wie groß ist sie gewesen bisher? Auch das weiß ich nicht. Das geht aus dem Internet nicht hervor. Ich zum Beispiel bin durch Ihre Anfrage, offen gesagt, zum ersten Mal überhaupt darauf gestoßen und hatte einige Mühe, das im Internet zu recherchieren, wo bisher die Veranstalter nur sehr wenig an Informationen überhaupt der Öffentlichkeit übergeben haben. Ich weiß deswegen nicht, ob das so unmittelbar bevorsteht, dieses Tribunal, oder ob es noch sozusagen eine Vorbereitungsphase gibt, in der dort die Materialien gesammelt werden. Sonst hätten sie eigentlich mehr schon über das Internet der Öffentlichkeit übergeben müssen. Ja, und was könnte der Grund dafür sein? Was glauben Sie, wird es absichtlich so verheimlicht, das Tribunal? Wie ist es zum Beispiel gewesen mit dem Rassel-Tribunal für Palästina? Nein, das ist auf jeden Fall nicht, das bin ich nicht der Überzeugung. Alle Rassel-Tribunale haben immer mit großer Öffentlichkeit gearbeitet. Meiner Ansicht nach ist es, dass die Vorbereitungszeit noch sehr kurz ist und dass im Grunde diejenigen, die jetzt angeklagt werden sollen, dort noch nicht das Material sozusagen als Unterlage haben, um eine wirklich solide Anklage zu formulieren. Ich weiß
ist aus dem Russell-Tribunal seit dem Tribunal gegen Vietnam, um den Chile, auch um andere Konflikte bis hin zum Palästina-Tribunal. Das hat Jahre der Vorbereitung bedurft und dann ungeheuer viel auch Motivationssuche, Unterstützung durch namhafte Juristen, durch namhafte Intellektuelle. Ich habe von den Vorbereitungen zu diesem Tribunal bisher nichts gehört. Und wie ist insgesamt die Wirkung der Russell-Tribunale Ihrer Meinung nach? Wie sind die juristischen Folgen und Konsequenzen? Die Russell-Tribunale sind ja entstanden aus dem Defizit, dass die internationale Staaten sich nicht dazu aufgeschwungen haben, die manifesten Verbrechen, Kriegsverbrechen, wie auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit abzuurteilen. In der Zeit, in dem es noch keinen internationalen Strafgerichtshof gab, war das die Ersetzung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit durch solche Nichtregierungs- und nicht offiziellen Gerichtshöfe, die allerdings nach den schon bekannten Strafrechtsnormen dann getagt haben. Sie hatten ein exemplarisches Bewusstsein und haben für das Bewusstsein über das Unrecht und die Kriegsverbrechen in der Welt enorme Dienste denen erwiesen. Ich schätze also die Wirkung dieser Russell-Tribunale sehr hoch ein und sie haben zweifelsohne auch mit dazu geführt, dass dann schließlich im Jahre 1998/2000 es wirklich zu einer internationalen Strafgerichtsbarkeit in Den Haag gekommen ist. Ja, das Russell-Tribunal für Barack Obama und Petro Poroschenko ist noch nicht so vorbereitet, das haben wir geklärt. Sind aber Ursachen Ihrer Meinung nach Ursachen fürs Tribunal reif genug? Meines Erachtens sollte man noch etwas abwarten. Es ist noch so viel unklar. Nehmen wir nur mal diesen Absturz der Zivilmaschine. Es sind so viele unterschiedliche Vermutungen und Vorwürfe in der Luft. Die Blackboxes der Maschine sind seit über 14 Tagen in der Untersuchung der Engländer und der Niederländer. Es wird nichts hervorkommen. Und das müsste ja doch in irgendeiner Weise geklärt werden, wozu private und auch nicht öffentliche Stellen wohl schwer in der Lage sein werden. Das Gleiche geht die Untersuchungen zu den Vorkommnissen auf dem Maidanplatz oder in Odessa. Das muss sehr genau dokumentiert werden. Das muss sehr genau auch der Öffentlichkeit präsentiert werden, um wirklich ein Verdikt, ein Urteil darüber abgeben zu können. Es darf hier nicht mit Vermutungen gearbeitet werden. Insofern bin ich der Überzeugung, dieses Tribunal wird noch einige Zeit für die Vorbereitung eines wirklich wirksamen und für die Öffentlichkeit überzeugenden Tribunals abgeben zu können. Herr Pech, welche Maßnahmen wären aber jetzt zu dieser Zeit momentan gut am Platze, um den Konflikt, es geht ja grundsätzlich um den Konflikt rund um die Ukraine-Krise, wären jetzt gut am Platze? Zweierlei. Das erste ist natürlich, es muss alles in die Verhandlungen. Es muss zwischen den Gegnern im Augenblick, ob das Kiew und Moskau ist, aber auch Brüssel und auch die USA, sie müssen sich an einer Verhandlung, an einem Friedensprozess diplomatischer und politischer Art alle aktiv beteiligen. Im Augenblick sieht es so aus, weil jetzt auch die Russen und auch die Kiewer zusammengehen, um eine Lösung zu finden. Militärisch kann hier nichts gelöst werden. Davon ist Abstand zu nehmen. Das Zweite ist aber, alle diese Vorkommnisse, alles das, was vermutlich Kriegsverbrechen sind und auch schwere andere Verbrechen, müssen dokumentiert werden. Es muss also nachhaltig versucht werden, Licht
in die Vorkommnisse zu bringen, um nicht jene Vermutungen und immer wieder Kriegslegenden und Lügen, wie zum Beispiel der Einmarsch von russischen 23 Militärfahrzeugen, die dann zur Hälfte zerstört sein sollen. Das ist offensichtlich eine Kriegslüge, es ist nur Propaganda gewesen. Das muss aber sehr deutlich dokumentiert werden. Und glauben Sie nicht, dass es gerade auf die Arbeit der Journalisten jetzt ankommt? Sind nicht gerade die Journalisten diejenigen, die das Licht bringen könnten in diesen Konflikt? Und ich halte sehr viel von der Arbeit der Journalisten. Sie sind im Grunde für diejenigen, die nicht mit Geheimdiensten arbeiten, die nicht in der Regierung sind, die einzige Möglichkeit, Licht in das Dunkel der Vorkommnisse zu bekommen. Deswegen müssen sie geschützt werden. Und dort sehe ich im Augenblick nicht die große Leistung der Kiewer Regierung, dass sie wirklich bemüht ist, den Journalisten, die aus aller Welt kommen müssten, um da unbeeinträchtigt, unbeeinflusst und fair die Dinge aufzuklären, eine sichere Basis zu geben. Das ist notwendig. Leider haben wir das in allen Kriegen nicht so. Sehen Sie sich Palästina an, sehen Sie sich im Nahen Osten, Irak an. Überall ist in Syrien die Arbeit dieser Journalisten ungeheuer schwierig und gefährdet. Das ist etwas, was man einfordern muss von der Kiewer Regierung, dass sie den absoluten Schutz dieser unbeteiligten Journalisten und ihrer Recherchearbeit garantieren. Herr Pech, ich würde Sie jetzt bitten, das Vorgehen der Konfliktseiten, also Europa und Russlands, einzuschätzen als Hochschullehrer und aber auch als Politiker. Sagen Sie bitte, wie weit kann man es bringen mit Sanktionsspiralen, die einen verhängen, Sanktionen gegen die anderen und wozu führt das alles? Ich bin immer skeptisch gegenüber Sanktionen. Das ist so, wenn man nicht weiter weiß und unter dem Druck der eigenen Bevölkerung, der eigenen in Medien steht, um irgendetwas zu machen, bleibt ja eigentlich nur, wenn man nicht zur Waffe greift, was hier unmöglich ist, dass man irgendwie Sanktionen verkündet. Dabei hat man eine durchaus Doppelmoral. Nehmen Sie den Fall, der eigentlich viel krasser ist, der Krieg Israels gegen den Gazastreifen, wo es eine massive Verletzung von Menschenrechten und auch Kriegsrechten gibt. Dort redet man nie über Sanktionen. Hier aber gegen Russland. Ich halte sie nicht nur für sinnlos und zwecklos, sondern ich halte sie auch für den falschen Weg der politischen Aushandlung von politischen Lösungen. Davon sollten sich eigentlich diese Staaten sehr schnell wieder zurückziehen. Und ich bin auch der Überzeugung, mit den Reaktionen aus Moskau und aus dem Kreml wird man auch bald schon sehen, dass man eigentlich sich selber viel mehr schadet als der russischen Politik. Wie realistisch wäre jetzt aber eine Gegenentwicklung in dieser Lage? Die Gegenentwicklung wäre ganz einfach, man muss sich an den Tisch der Verhandlungen setzen. Und zwar alle Parteien, sowohl diejenigen, die unmittelbar im Augenblick damit beteiligt sind, also in Kiew und in Moskau, aber die auch da drumherum sind. Und insbesondere sollte man die UNO und die OSZE als sozusagen internationale Organisationen, hinter denen nicht so offen eigenes geostrategische Interessen wie zum Beispiel bei der EU und auch bei der USA liegen, die sollten in diesen Prozess der Verhandlungen hineinbezogen werden. Und dann bin ich auch der Überzeugung, dann wird es zu einer Friedenslösung zwischen der Ukraine und Moskau und vor allen Dingen auch dann in den geostrategischen Auseinandersetzungen zwischen der EU und USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite geben. Und jetzt fällt mir in diesem Zusammenhang ein Beitrag in den Massenmedien. Man sagte, die Krise in der Ukraine bringt die Krise der Institute der Europäischen Union ans Licht. Wie würden Sie die Arbeit der, und da kehren wir zurück zum Russell-Tribunal, als eine Alternative, wie würden Sie die Arbeit der Europäischen Institute jetzt einschätzen? Die europäischen Institute sollten sich darauf besinnen, was eigentlich ihre Arbeit ist, nämlich die Integration Europas, die Sozialpolitik,
sozialen und ökonomischen Fortschritte innerhalb Europas zu verbessern und voranzutreiben und nicht etwa strategisch sich neue Gebiete anzueignen und dort in Konfrontation zu Interessen gehen, die ausdrücklich auch anerkannt werden müssen. Man sollte jede Art von Konfrontation zwischen den Blöcken sollte man vermeiden und nicht zu einer Art kalten Krieg wieder zurückkommen, wie wir ihn gehabt haben. Man muss anerkennen, dass es in Russland eine Bewegung gibt, um dort ein eurasisches wirtschafts- und politische Institution aufzubauen. Mit der sollte die EU als Institution zusammenarbeiten und nicht durch Konfrontation hier ein falsches Gegenüber schaffen. Herr Pech, ich danke Ihnen für das konstruktive Gespräch, welches, hoffe ich, auch in den politischen Kreisen da oben erzielt werden kann. Ja, ich hoffe das ebenfalls und danke Ihnen für das Interview. Norman Pech, der deutsche Politiker, über das Russell-Tribunal gegen den US-Präsidenten Barack Obama, den ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko und den EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy. Das Tribunal soll am 23. August im italienischen Gebiet Veneto stattfinden.